Schönen guten Tag, herzlich willkommen zum CMC Barbecue. Ich freue mich, dass ihr einschaltet in diesem Tag. Ja, wir haben 1,9% plus im Nasdaq 100, im US 30 plus 1,88% und auch das Gold steigt wieder. Weiter 0,9% ist es im plus 1730 US-Dollar hier im 5-Minuten-Chart. Sieht man die Entwicklung hier am Vormittag, nicht viel passiert. Wir hatten Xetra. Also nicht wir bei CMC Markets, sondern Xetra, die Referenzbörse für DAX-Aktien, und Eurex, die Referenzbörse für den DAX Future, hatte technische Probleme und daher fand auch im Germany 30 über den Vormittag hinweg kein Handel statt. Der ist mittlerweile sind die technischen Probleme behoben, sodass der Handel wieder aufgenommen werden kann, und das Gold hat dort in dieser Zeit eigentlich sich mehr oder weniger seitwärts bewegt. Die US-Indizes, ja, eigentlich auch, und werden jetzt hier nach oben gekauft. Wir haben ein neues Tageshoch im US 30 und hier rückt jetzt dann das in ja, mehr oder weniger fast schon Reichweite, was der Wochenbeginn hier war. Am Montag wurde ja bereits gehandelt, Ostermontag waren die Börsen noch in Deutschland geschlossen und wir tasten uns jetzt hier an die 24.024 nach oben. Und was sieht es hier auch schön im 4-Stunden-Chart? Der Nasdaq 100 hat ein 1, 2, 3 Tief ausgebildet. Und dieses Tief wurde zu 61,8%, dieser ursprüngliche Impuls, nach oben verlängert. Wir machen auch da jetzt ein neues Bewegungshoch. 4-Stunden-Chart sieht man das auch vom Montag. Ja, da ist ja der Montag das Hoch, das wurde schon längst überschritten. Der Nasdaq, also sehr stark unterwegs. Goldminen heute sind spannend. Was mir aufgefallen ist, ist einmal eine Kinross Gold. Kinross, eine der kleineren Minenaktien. Kinross hat hier diesen starken Aufwärtsimpuls nach diesem Ausverkauf, ja, eine dreiteilige Korrektur ABC, und hat jetzt hier eine 1, 2 und eine Welle, die sich jetzt nach oben, mögliche Welle 3, die sich nach oben entfaltet. Wir haben jetzt von diesem Impuls 61,8% 6,20 Dollar nach oben verlängert, und daran kann man sich jetzt orientieren, ob hier weiteres Potenzial durch einen Break von dieser Marke eventuell generiert wird. Eine weitere Aktie, die im Goldbereich die größte ist der Barrick Gold. Da hat sich auch einiges getan. Im Wochenchart sieht man das ganz gut. Wir hatten bei Barrick noch dieses alte 1, 2, 3 Top aus dem Jahr 2016. Das wurde gestern ausgehebelt. Das können wir löschen. Diese Marken spielen jetzt erstmal hier für die Bemessung von dem aktuellen Kursgeschehen keine größere Rolle mehr. Wir haben hier also eine korrektive Bewegung gehabt, haben im Wochenchart jetzt mit dem Goldpreis zusammen im Jahr 2018 eine Bodenbildung. Gestern erreichten wir die 261er Fibonacci-Extension, also ist richtig was los im Goldmarkt, weil natürlich jetzt auch erste Investmentbanken wie Goldman Sachs ganz prominent sagen, im S&P 500-Index wird es kein neues Tief mehr geben. Das ist die Prognose von Goldman Sachs. Wenn wir uns den Tageschart anschauen, vom SPX 500, also vom S&P 500 Index, dann haben wir hier nun ein sauberes 1, 2, 3. Da kann man nichts dran rütteln. Das ist eine 1, 2 und hier auch eine 3. Ja, jetzt stellt die Frage, hier bekommen wir nochmal einen Rücksetzer Richtung 2,644 und wird der dann gekauft? Das wäre noch so ein entscheidender Moment. Andernfalls wäre es aber auch wirklich, dass wir in Richtung 2,928 direkt aufbrechen. Das wären so die zwei Marken. Wir sind jetzt genau in der Mitte, müssen halt das kurzfristige Bild, das werde ich mir dann gleich anschauen, im Nasdaq und im US 30 beobachten, ob wir jetzt hier dann das gestrige Hoch rausräumen oder nicht. Der Nasdaq, wie gesagt, hat es schon rausgeräumt. Ja, Goldman Sachs sagt, okay, wir haben diese beispiellose Intervention der Regierung gesehen, was Liquiditätseinschüsse in den Markt angeht, und wir haben beispiellose Intervention der Zentralbanken gesehen, und aufgrund dessen wird es keine neuen Tiefs mehr geben. Das ist Goldman Sachs, die das sagen. Gleichzeitig sieht man ja auch, weist Goldman Sachs auch darauf hin, dass die Infektionszahlen zurückgehen. Und es wird, rechnet man damit, bei Goldman Sachs eben keine zweite große Welle mehr geben an Infektionen, dass man das unter Kontrolle hat.
Und damit wird auch der Markt eben, auch wenn er dann eben langsam schrittweise wir Maßnahmen sehen, die den Lockdown beenden, kann dieses Geld eben anfangen zu arbeiten in der Wirtschaft, für neues Wachstum sorgen und kann eben auch für Inflation sorgen. Und das sieht man eben hier in der Entwicklung von den Goldaktien. Das wird hier vorweggenommen, eben zusammen auch mit der Entwicklung vom Goldpreis selbst. Hier im Wochenchart sehen wir beim Gold, aus irgendeinem Grund ist es hier nicht gespeichert. Habe hier eine Analyse gemacht. Wochenchart. Ja, da ist das alte Top noch drin. Na gut, ich zeichne es neu ein. Macht ja nichts. Also Bodenbildung im Big Picture zumindest hier haben wir, ich hatte es heute Morgen auch schon gezeigt, Monatschart ist es besser zu sehen. Haben wir diesen Impuls? So, jetzt habe ich es endlich. Dezember 2015 bis Juli 2016. Impuls, und der ist um 100% jetzt schon verlängert worden, dieser ursprüngliche Impuls. Das ist bei 1704. Und 1704, da haben wir quasi diese Ausbruchsbewegung gesehen, hier hoch. Dann hier nochmal ein tieferes Tief. Und dieses Tief hier ist jetzt interessant, sich das genauer anzuschauen. Das ist quasi 14. April, 15 Uhr. Ich gucke jetzt, wo ist das tiefere Tief? 17.09.40, 17.09.41. Also quasi hier auch wieder eine 1. 2, 3, ja. Das Ganze nochmal getestet. An der Stelle hat man dann das Niveau 17, 12, 19 gehalten. Und man sieht, dass dann hier das impulsiv nach oben geht, konsolidiert und jetzt auf höhere Hochs ausbricht. Und man kann sich eben jetzt auch orientieren an den Fibo-Marken, wobei wir jetzt, muss man sagen, schon die volle Bewegung auch gelaufen sind, sodass man hier jetzt im 5-Minuten-Chart auch darauf achten kann, okay, bekommen wir hier in der Zone Wendemanöver im Goldpreis, also einen Abwärtsimpuls und dann eben kein höheres Hoch mehr, sondern 1, 2, 3 Top. Das wäre und ist grundsätzlich nicht garantiert, dass es kommt, das ist es nie, aber in der Zone 4,23 bis 5,81er ist das eben ein Bereich, wo ein 1, 2, 3 Top kommen kann. Also hier mal drauf achten, wir sind also schon, haben eine volle Bewegung aus dem Ganzen gemacht, sodass eine korrektive Bewegung kommen könnte im Gold. Derzeit 0,9% im Plus. Öl hängt ein bisschen in der Kurve. Wir haben, man sieht es hier im Chart, eben so ein 1, 2, 3 Tief ausgebildet, 21, 62. Ist da der Belastungstest? Wir hängen jetzt drunter unter dieser Marke, damit wird die Bodenbildung hier in Frage gestellt im Ölpreis. Aber wir haben dennoch, auch wenn wir jetzt hier den ganzen Weg runtergehen bis zum Punkt 2, ist das eine Supportzone hier. Ja? Also der Bereich 1969 bis 2162 ist ein Supportbereich. Und das zeigt schon allein, diese Spanne ist fast 10% groß, wie volatil der Ölpreis immer noch ist. Also wenn man hier arbeitet innerhalb von 10 Minuten, eine Prozent Schwankung ist also kein großes, sollte eigentlich groß überraschen. Wie groß ist die durchschnittliche Schwankung pro 5 Minuten? Das kann man mit einem Indikator feststellen, der nennt sich ATR. Und die ATR liegt bei 14 Cent pro 5 Minuten. War auch schon mal 25 Cent. Das war dann gestern Abend. War aber auch schon mal noch extremer bei 64 Cent Schwankung pro 5 Minuten. Ja, also wir haben hier eine gewisse
gewisse Beruhigung ist durchaus da, aber trotzdem muss man diese Volatilität im Blick behalten. Und beim Öl ist eben, solange wir unter 21,62 sind, der Drops nicht gelutscht sozusagen. Tesla gestern mit einem Breakout. Ja, uns einfach die Tesla anschauen, technisch. Im Wochenkerzenchart, erstmal haben wir hier auf der Unterseite aus diesem Rekord-Short-Position heraus diesen Short-Squeeze gesehen. 1, 2, 3 haben die 100% Extension gehalten, 3, 54, 97 war genau das Ausverkaufstief. Ja. So, dann haben wir hier oben, und das habe ich ja auch eingezeichnet, ein 1, 2, 3 Top ausgebildet im 5-Minuten-Chart. Ich kann von der Historie nicht mehr so weit zurück, hier mehrere Wochen, aber für die, die schon länger dabei sind, die kennen genau diese Grenzen. Und ausgehend aus diesem 1, 2, 3 Top von hier oben, wie gesagt, im Stundenchart sieht man es nicht, wir haben ein 1, 2, 3 Top. Das versucht nach oben aus, der Hebel hat nicht geklappt. Dann sind wir eben an der 788,44 gescheitert. Was wir gestern gesehen haben, ist eben ein Ausbruch über dieses Zwischenhoch. Ja, ich bin hier im Stundenchart, eine Kerze, eine Stunde, über diesen Bereich, über diesen Widerstandsbereich und eben auch über das 100% Extensionsniveau, 608 Dollar. Jetzt eröffnen wir 6,9% im Plus, die Zone hier von 676,96 ist hier ein Widerstand beziehungsweise eine mögliche Unterstützung. Laufenden Handel dann auch hier diese Zone. Ein Widerstand nach oben dann wäre die 788,44, das spannende Niveau, das es dann zu beachten gilt. So, jetzt habe ich hier ein bisschen viel Exkursion gemacht. Schauen wir uns die vorbörsliche Spanne an vom Markt. Relativ ruhig ist es gewesen und wir haben jetzt direkt einen Ausbruchsversuch hier nach unten. Bräuchten jetzt eine Bestätigung. Schlusskurs unter 84,7102 im Nasdaq. Für mich ist immer wichtig, dass ein nachhaltiger Ausbruch stattfindet. Ansonsten ist es nichts Besonderes. Der US-30 hat auch noch keinen Schlusskurs außerhalb der vorbörslichen Spanne gemacht. NFLX, Netflix. Sie scheinen es mal ernst zu nehmen, die 380 in Angriff zu nehmen. Ja, man sieht hier, ist bei der 380 eben die 1, 2, 3. Und man sieht hier, wie oft quasi das Fehler, also erfolglos getestet wurde, diese 380,09 zu knacken. Und dieses Mal scheint hier ein gewisses Interesse da zu sein, selbst auch das Kursniveau, das hohe zu halten, plus 0,7%. 380,09 ist hier jetzt die Marke, mit der man sich hier abstimmen kann. Sollte wir darüber bleiben, wäre der Punkt 2, 1, 2 nach oben 419,78 mögliche Anlaufstelle für Netflix. Sieht auch schön, wie hier so ein 1, 2, 3 entstanden ist. So eine 1, 2, 3 Rücksätze an die Stelle. Und seither hier
Aufwärtsbewegung mit höheren Hochs. Kleines 1, 2, 3 Top muss man hier auch mit beachten. Von gestern Abend. 398,64. Also man sieht, diese 1, 2, 3 Muster kann ich auch sehr kleinteilig zerlegen. Und noch mehr die Struktur zu sehen, kann ich hier auch in 10 Sekunden Chart gehen. Muss man aufpassen, im 10 Sekunden Chart man sehr schnell verliert man sehr schnell den Überblick. Aber man sieht eben, man erkennt auch genauer, was der Markt macht. 398,64, wenn er die halten kann, wäre der Punkt 2 hier knapp unter der 400-Dollar-Marke interessant. Jetzt aber, da er dieses Niveau gehalten hat, möglicher bullischer Druckaufbau, gestriges Tageshoch ist 400,5. Man sieht, wie jetzt genau dort abgewartet wird. Und jetzt ist die Frage, gibt es hier einen Breakout oder nicht? Also das, was ich im großen Bild mache, kann man sehr wohl auch in Einzelaktien machen. Da haben wir den Breakout. Damit das Top weg und wir haben wieder ein höheres Hoch bei Netflix und durchaus hier jetzt die Chance gegeben, dass wir möglicherweise weiter steigen. 1,1% im Plus aktuell, wie gesagt, nach oben. 419 ist aus dem Wochencharter Punkt 2 von dem 1, 2, 3, das jetzt in Frage gestellt wird. 423,18 zu überschreiten, würde das gesamte Top aus dem Weg räumen. Tesla plus 9%, dreht auch auf nach oben. Barrick plus 1,7%, testet jetzt die 24,72. Da wird es jetzt dann spannend, wenn wir die brechen, wäre hier theoretisch Platz bis 31,51. Also wir haben Technologieaktien und gleichzeitig Goldaktien, die gekauft werden. Kinross hier die 61,8 Extension. 6,20, 6,21 wird gerade getestet. Da kann man sich den Kontext eben holen aus diesem Impuls, den ich vorhin beschrieben habe. Nasdaq mit einer Auflösung der vorbörslichen Spannen nach oben. 8,5,21,72 ist hier das Niveau, das hier eben die Signallinie genannt wird, oder dass ich die Signallinie nenne. Das ist einfach das Hoch der ersten Kerze, die über dem vorbörslichen Hoch schloss. Die haben wir jetzt auch überschritten. Ein bisschen wackelig bisher. US-30 bestätigt es auch noch nicht. Muss er halt nicht unbedingt gleichzeitig machen, weil Nasdaq ist stärker als der Dow Jones. Also, hier die Verfassung vom Markt. Konstruktiv, man schaut auf die ersten Hinweise in der jetzt loslaufenden Berichtssaison, ob die Unternehmen bereits erste Lichtblicke verzeichnen können, was den Ausweg für die Zeit danach, wie der aussehen könnte. Das könnte Fantasie wecken, die die Kurse treibt. Das hier ist bisher nicht überzeugend, das ist nicht ein überzeugender Ausbruch. Dennoch hier im 10-Sekunden-Chart sehen wir jetzt gerade, dass kein tieferes Tief kam. Ja, wenn ihr das hier anschaut, eine 1, 2. Und jetzt zucken sie hier in Richtung möglicher 3 oder eben auch nicht. Ja, da haben wir sie. Also 1, 2, 3 ist da, prozyklisch. Im Nasdaq bedeutet Trendaufbau nach oben. Indikator Marke ist 8,5,16,94. Wenn die unterschritten werden würde, könnte es ein Hinweis sein, dass eben der Trendaufbau nicht sauber läuft, dass also eine mögliche Seitwärtsbewegung bevorstehen könnte. Und dass das mit der Rallye nach oben erstmal nichts geworden ist, aus technischer Sicht. So,
Rücklauf 1, 2, 3 ist nichts geworden. Gold macht gleich ein höheres Hoch. Bisherige Bewegungshoch 17, 32, 33. Gold wird weiter gekauft. Und das bringt auch Silber auf das Tablett des Interesses, wenn man so möchte. Im Wochenchart haben wir bei Silber immer noch ein 1, 2, 3 Top. Silber 1,9%. Im Wochenchart die 1922 interessant. Das ist der Punkt 1 aus dem 1, 2, 3 Top. Das sehen wir noch nicht. Aber aus diesem Top heraus kann man Fibonacci-Preiserweiterungsmarken als mögliche Unterstützung und Widerstände nennen und nehmen. Zur Orientierung wäre da, sich 1612 zu nennen. 1612 ist das 1168er Extensionslevel, gleichzeitig hier aus dem Monatschart das ganz große 123 Top aus dem Jahr 2011. Wir waren hier beim Silber schon bei $49,81 pro Unze. Und die 61,8er Extension daraus liegt bei 16,40. Große Marke, großer Widerstand, den Silber potenziell vor sich hat. Silber ist eigentlich ein Edelmetall, aber von seiner Nutzung her ist es ein Industriemetall, korreliert damit zyklisch mit dem Markt. Gold hat es nicht geschafft, ein höheres Hoch hier zu halten. Aktienmarkt, der Dow, der US-30 schafft es auch nicht über die Signallinie. Und Nasdaq hier kommt ein bisschen Schwäche rein. 85-16-94 ist wie gesagt die Marke, die man beobachten kann. Ob der Trend intakt ist. Bereich der Elliott-Wellen spricht man von Wellenüberlagerung, die nicht sein darf. Und wenn so ein 1, 2, 3 sich aufbaut, was wir hier jetzt eben hatten, dann sollte das ankündigen, dass eine Welle 3 nach oben kommt, und das bisher ist nicht so richtig, sieht nicht so richtig danach aus. Und 85-16-94 zu unterschreiten wäre dann, das dann nicht nur so aussehen zu lassen, sondern eben auch eine mögliche Entscheidung, die der Markt dann fällt. Also quasi eine Validierungslinie an der Stelle für Trendbewegung aufwärts. Oder für die These für mögliche Trendbewegung aufwärts. Garantiert ist ja nichts. Ich weiß ja nicht, ob es aufwärts geht, aber von der technischen Analyse her gesehen ist die Situation über 85-16-94 konstruktiv und ausbaufähig. Gehen wir drunter unter diese Validierungslinie, würde sich die Situation eintrüben, dann wäre aus Trendbewegung eher seitwärts pendeln und möglicherweise entstehender Abwärtstrend. Wir haben ein höheres Hoch, also Validierungslinie hat gehalten. Ein Minutenchart jetzt ein höheres Hoch.
bis 30 kämpft sich nach oben. Gold wird zusammen mit Aktien gekauft. Dieses Verhalten ist spannend, finde ich. Gut, und ich klinke mich an der Stelle wieder aus, sage Dankeschön fürs Einschalten, wünsche euch erfolgreiche Trades, erfolgreiche Geschäfte. War schön, mit euch heute den Tag verbringen zu können hier auf CMC TV. Ich bin dann morgen wieder ab 8 Uhr da mit dem Espresso-Tagesausblick und dann mit Börsenbriefing 9 bis 10 und 15:15 bis 15:45 dann auch wieder mit dem CMC Barbecue. Vielen Dank, Servus.